Was geht ab, meine Seafighter, außer dir? Und die Zeitkristalle sind nun endlich da. Heißt, wir werden jetzt demnächst summon für unseren Boy Spartan Greta und Janemba. Die zwei Jungs sind auf jeden Fall sehr solide im Legends Rising Banner. Sie glänzen wirklich, abgesehen von ihren guten Stats, von ihren Fähigkeiten, ihre Kontermechanik haben sie drauf. Das werden wir uns alles im Summon, werde ich ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber Janemba ist hier vom lila Typus, Gogeta vom roten, Schlagangriffstyp ist er, deren Verteidigungstyp. Wir haben aber noch hier den blauen Goku, Super Saiyan Goku, den hätte ich wirklich liebend gerne. Ein blauer Charakter, ein guter blauer Charakter für mein Saiyan Team fehlt mir an der Stelle. Super Vegeta Dupes, nur her damit. Und Paikwan. Macht euch bereit, Paikorn zu sehen. Paikorn wird links und rechts fliegen. Ich habe den so oft gezogen. Ihr wisst wahrscheinlich Bescheid. Es wird auf jeden Fall. Guck mal, was abgeht. Ich will nicht zu viel spekulieren oder ein schlechtes Omen hervorrufen. Aber noch eine kleine Sache. Ich wurde oft gefragt in letzter Zeit. Da gab es nämlich eine Herausforderung von den neuen Missionen oder von einer neuen Story. Dass man einen finalen... Nee, von den Herausforderungen war das von einer Stage, dass man einen finalen Angriff ausführen soll. Was ist ein finaler Angriff? Nun, Freunde, manche Charaktere sind dazu in der Lage, durch ihre Hauptfähigkeit, ihre Main Ability, einen finalen Angriff zu ziehen. Die finale Angriff-Künstlerkarte, so wie es hier dran steht, heißt, sie ziehen ihre zweite Ulti. In dem Fall hat das zum Beispiel Gogeta. Wenn er seine Hauptfähigkeit aktiviert, zieht er seinen finalen Angriff, also die zweite Ulti, das an der Stelle urteilt. Und wenn er diese aktiviert, dann bekommt er die Herausforderung. Andere Charaktere, die mir so spontan in den Kopf kommen, ist noch Super Vegeta, der rote Goku, Cell zum Beispiel. Lasst euch auf jeden Fall gegenseitig wissen, welche Charaktere einen finalen Angriff haben, damit ihr auf jeden Fall gedeckt seid in den Kommentaren. Und so funktioniert quasi die Herausforderung. Außerhalb davon, wie gesagt, das ist unser jetzt erster Daily. Die anderen Dailies habe ich schon rausgehauen. Sorry, da war ich zu greedy. Da hat mein Finger gezittert, legit. Aber außerhalb davon, zu Gogeta und Janemba. Gogeta ist mehr so ein Angriffstypus, sag ich mal. Jetzt lass schon los, keine Angst. Gogeta ist ein Angriffstypus, Schlagangriffstyp. Und Janemba eher ein Verteidiger, Verteidigungstyp. Nicht nur durch ihre Typen an sich, aber auch quasi durch das, was sie drauf haben. GG Dodoria. Genau, das brauchen wir auf jeden Fall. Machen weiter mit dem Multisum, muss kurz was einstellen. Und zwar, ich dachte, lass uns kurz die Animation genießen. Hoffentlich kommt da was Geiles. Wir haben 6 Multisum, mal schauen, was da droppt auf jeden Fall an der Stelle. Genau das, Aufnahme. Genau die Animation wollen wir heute haben, Freunde. Geil. Komm schon, Goku. Komm schon. Okay. Ja, ein GSR, sage ich. Ein Spartan-Charakter ist garantiert dabei. Genau so wollen wir anfangen, Freunde. So wollen wir anfangen. So wollen wir anfangen mit einem garantierten Sparking. Jetzt bin ich gespannt, welcher es ist. Mit einem Roshi. Also die Sache mit Gogeta und Janemba ist auch, sie haben Konter. Beide haben Konter. Gogeta tut, also beide tun mit ihren Super-Angriff-Karte Kontern, mit der grünen Karte. Ich war auf den Sparking-Units. Und... Ich hab euch gesagt, links und rechts wird heute kommen. Ich hab euch gesagt, Mann, warum ich ziehe die ganze Zeit Paikwan? Ah, die ist neu. Warum ziehe ich die ganze Zeit Paikwan? Guck mal, auf was der bei mir sitzt. Der wird fast zum 7-Star-Charakter, wenn mich alles täuscht. Oder 6. Beim Broly Summon, als Broly zuerst rauskam. Haben wir 8 Multisum rausgekommen im Stream. Wir haben nur ein Paikorn gezogen. Und seitdem habe ich den immer gezogen, als er in dem Banner war. Zeig mal her, komm. Wie viel Stern hat der? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Wir gehen einfach legit auf 7 Sterne zu. Überlegt mal, wir gehen nach dem Video in 7 Sternen Paikorn raus. Ich könnte es mir legit vorstellen, Freunde. No joke. So oft, wie ich den gezogen habe. Keine Weiß. Anyway. Gogeta mit der super Angriffskarte, also wenn er die grüne Karte aktiviert, tut er Tippschüsse und Schlagangriffe kontern, sage ich mal, in der Kampfhaltung. Heißt, in der Kampfhaltung ist der Gegner einen Tippschuss auf euch macht, also wenn er nah bei euch ist, euch angreift mit Autotech. Noch ein Sparking-Charakter. Oder dann quasi seine Schlagangriffskarte aktiviert, die rote Karte, und auf euch zukommt, dann könnt ihr das kontern. Er hat dann noch quasi Vegeta! Na klar, ist der goldene Schrift. Spartan garantiert Vegeta-Animation. Let's go! Jetzt bin ich echt gespannt. Es läuft echt gut. Vegeta-Goku fusioniert euch gleich Gogeta. Das ist die Prediction für dieses Summon, Freunde. Gleich Gogeta. Und Janemba tut auch kontern. Selbes Prinzip. In Kampfhaltung mit der grünen Karte, wenn ihr das aktiviert. Super Angriffskarte. Okay. Aber er tut Fernschüsse. Oder quasi dann Fernangriff, also wenn er die Karte aktiviert oder aus Weitem einen Keyblast absolviert oder aktiviert, whatever. Und der Gegner natürlich, dann tut er das Kontern.
nehme ich an. Zu denen kann ich nicht nein sagen. Ist, glaube ich, jetzt mein 3-Sterne. Ich hatte den nur einmal gezogen damals. Den nehme ich an. Also an sich, das Banner ist wirklich gut. Das Banner ist wirklich gut. Die Charaktere, die da drinnen sind, sind wirklich nice. Kann man echt mitnehmen. Wenn ihr Kristalle habt, wenn ihr Kristalle farmen könnt, sammelt hier auf jeden Fall. Beide Charaktere sind sehr solide. Gogeta kann mit Saiyan-Team spielen, Super-Saiyan-Team, sein Fusion-Team gibt so nicht so viele Charaktere, wie ich sagen, aber man kann wirklich sehr gut verwenden im Saiyajin-Team. Janemba an der anderen Stelle müssen wir, also was heißt müssen wir schauen, ich habe noch nicht sehr viele Gedanken gemacht, wo man ihn spielen könnte, sorry. Aber, ja, perfekt, Super-Saiyan-Up. Aber, den kann man auch auf jeden Fall sehr gut verwerten, sei es im Erneuerung-Team oder die Tags, die er hat an der Stelle, die Tags, sag ich mal. Lass mal ganz kurz reingucken, weil ich habe auch viele Fragen bekommen oder gelesen, hoffentlich tun sie die Potara-Kategorie, sag ich mal, das sind die Tags, die Potara-Tags und Fusion-Tags, wie in Dokkan, nicht trennen, so wie es in Dokkan ist, und hoffentlich bleibt das eins, dazu können wir noch nichts sagen, aber das werden wir in Zukunft dann merken. Gogeta gibt ja für die fusionierten Kämpfer eine Z-Ability, nämlich das war für den Schlagangriff, aber ab Z-Fähigkeit 3 kommt noch für Fernangriff, wenn mich alles täuscht, hinzu. Bei Janemba ist es, zuerst gibt er eine Base und eine Spezialverteidigung, sage ich mal. Gucken wir uns gleich an. Ab Z-Fähigkeit 3. Aber er ist, wie gesagt, ein Saint-Tag, hat einen Saint-Tag, den kann man gut in Saint-Team spielen. Und er hat Verschmelzung, Freunde. Er hat Verschmelzung. Heißt, fusionierte Charaktere gehören zur Verschmelzung. Dies wiederum heißt, vielleicht ist noch Zukunftsmusik, aber wenn Potara-Charaktere kommen, hoffe ich, dass sie auch in der Verschmelzung-Kategorie, zumindest wenn sie getrennt werden. Ich hoffe natürlich auch nicht, dass sie getrennt werden, sonst kann man wirklich gute Fusion-Teams bauen. Aber falls der Fall ist, dann hat man noch diesen Verschmelzung-Tag und ich hoffe, den werden sie ihn geben. Wie gesagt, ganz kurz, er gibt Basis-Schlagverteidigung und ab Z-Fähigkeit 3 sollte noch Basis-Fernverteidigung zukommen. Rakshasas Claw, ganz ehrlich, zwischen dem Artwork und Gogeta, welches findet ihr geiler? Ganz ehrlich, lasst mich in den Kommentaren wissen. Ich weiß warum. Vielleicht, weil er ein Villain ist. Janemba sieht ungeheuer geil aus. Auch wie es gezeichnet ist. Wie er mit seinem Schwert ankommt mit den drei Pots hier an der Stelle. Kein Super Saiyan. Ich finde Janemba ist geil. Ihr wisst, ich bin ja so ein kleiner Janemba-Fanboy. Mit seinem Schwert und Rakshasas Claw. Komm schon, wenn wieder eine Sparken... Wenn wieder gerade die Sparken-Animation kommt, dann läuft das echt solide bis jetzt. Ja! Freunde, die Sparken-Animation, die bekommen wir heute. Das freut mich. Wir hatten Pycorn und Vegeta. Macht euch gefasst. Wenn nochmal ein Pycorn kommt, dann wundert euch nicht. Ja, Mann. Ja. Der sieht auch richtig geil aus. Sparking Vegeta. Der sieht auch brutal aus. Also ich würde da eigentlich keinen Unterschied machen zwischen den beiden Artworks. Aber der, oh mein Gott, der sieht auch richtig geil aus. Unser Boy Vegeta. Wisst gar nicht, wie froh ich über diesen Pull bin, weil der im Saiyan-Team, bin mir sicher, der wird komplett rasieren. Bin mir ziemlich sicher. Oh mein Gott, Freunde, bis jetzt läuft's echt gut. Will mich echt nicht beschweren. Und wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, Freunde, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, falls ihr neu da seid und euch das Ganze gefällt. Drückt auch auf den Abo-Button, Freunde, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Und vielen Dank an meine OZ-Fighter für die ganze Unterstützung, Freunde. Geil. Gogeta, lasst uns seine Animation anschauen. Oh mein Gott. Super Gogeta. Im Background einfach Janemba. Mit dem Soul Punisher. Ich finde den Soul Punisher so edel. Schmeißt einfach gegen Gen Fresse von Janemba und hat ihn hier komplett zerstört. Vielleicht, das sollte eigentlich noch eine andere Animation sein, aber ich bin auf dem... Ah, guck mal jetzt. Ah, nice. Ich habe es lange gedrückt gehalten. Ich weiß nicht, ob man es kippt oder so, kann ich nicht sagen. Ich bin nämlich auf dem Blue Stacks. Oh mein Gott. Gogeta GG. Und die Sache an Legends ist, ich habe mir quasi Kristalle geholt und das muss man hin und her transferieren. Und ich spiele zwar mal auf dem iPad, aber wegen Gemshows wissen wir, muss auf dem Android-Gerät sein. Ich habe es auf BlueStacks. Okay, jetzt sind die Animationen stillgelegt. Okay, wir müssen uns wahrscheinlich ein bisschen erholen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, wenn man seinen Account transferiert, muss man ganze 24 Stunden warten, bis man ihn wieder transferieren kann. Und ja, deswegen muss ich ein paar Tage warten, deswegen kommt das Sam-Video ein bisschen später. Ah, das ist schade. Das will man eigentlich nicht so oft sehen. So ein neutraler Clash, da kann man nie wissen, ob was kommt oder nicht. Aber beschweren können wir uns auf gar keinen Fall. Wir können nur noch weiter hoffen, Freunde. Kommt dann noch... Janemba. Wenn Janemba kommt, der ist richtig geil. Aber wenn Janemba kommt... Wenn unser... Ich weiß nicht. Sag mir. Kommt Janemba? Ich weiß nicht. Rakshasas Claw wäre schon krank.
Wäre schon brutal. Sache an Lance ist auch, wenn ihr gerade gezogen habt, eigentlich wollt ihr mehr. Eigentlich wollt ihr mehr, bei allem Respekt. Ein zweiter Dupe wäre nie verkehrt, dann geht auch seine Siehfähigkeit hoch. Ein dritter, vierter wäre auch geil. Den auf Siehfähigkeit 3 zu pushen wäre ideal auf jeden Fall, sage ich mal. Aber wir sind im vorerst vorletzten Multisum für das heutige Video. Jawohl, wir sind auf Namek 3 Pots. Ja! Ja, Mann! Was sind das für Animationen? Eine Sache zu dieser Animation, Freunde. Eine Sache zu dieser Animation. Es wird ja gesagt, wenn am Anfang Goku einen Schatten hat auf seinem Gesicht, dann kommt die Vegeta-Animation. Damit ist nur diese Animation gemeint, die wir gerade gesehen haben. Die andere Vegeta-Animation, in dem er im Nachhinein kommt, da ist Gokus Gesicht nicht schattiert. Das sollte so sein, dass im Endeffekt wären wir schlauer, wenn wir das sehen. Aber ich habe darauf geachtet, explizit, weil das passiert nur Logo, wenn er quasi direkt daneben ansteht. Und ihr wisst dann quasi, okay, wenn Gokus Gesicht schattiert ist, dann kommt Vegeta direkt. Aber bis ihr das merkt, ich habe es gar nicht gemerkt, habt ihr schon gesehen. Und direkt ist er gekommen. Okay, ein Sparking haben wir. Warte mal, ich muss gerade realisieren, dass wir ein Sparking hier haben. Vegeta zieht sich selbst. Vegeta zieht sich selbst. Da können wir nichts zu sagen. Das war geil. Okay, das passt. Vegeta zieht sich selbst. Alles klar. Die Predictions mit den Charakteren, die selbst in Animation kommen, wie beim Evo Vegeta Summon, da kam Ultimate Gohan. Zwar nicht im selben Multi, aber er kam davor und hat sich selbst gezogen, so. Okay, okay, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und vier Sterne. Vier Sterne. Seht ihr drei Dupes für den? GG. GG. Jetzt ist interessant, Freunde. Also, wir hatten zu geile Summon-Animationen. Kommen aber zum letzten Multisum, Freunde. Falls ihr noch Summon werdet, wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Ich drücke euch die Daumen, hoffe, ich ziehe noch was Gutes. Wir sind vorerst im letzten Multi und schauen, wie das Ganze ausgeht. Drei Pots, Baseform, alles klar, alles klar. Schauen wir mal, wenn ein Spartan-Charakter droppen würde, wäre es nicht schlecht, aber zuerst bekommen wir leider auf die Schnauze. Ich nehme alles zurück. Ich nehme heute, ich... Habt ihr das gerade gemerkt? Ich hätte fast meinen PC umgehauen vor lauter... Halt! Was hat denn hier für Summon-Animation? Ich weiß nicht, ob es jede war. Ne, Genki-Dama hatten wir nicht, aber so gut wie. Und ein Spartan-Charakter haben wir noch, Freunde. Welcher wird es sein? Was denkt ihr? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wird es ein neuer sein? Oder? Ja, Mann! Ja, Mann! Ja! Dieser blaue Goku, der ist übertrieben nice. Vor allem auch in dem Saiyan-Team. Ich habe jetzt endlich einen guten blauen Charakter für mein Saiyajin-Team. Perfekt! Perfekt! Ich freue mich. Ich freue mich darauf, das Team auf jeden Fall zu testen und die Jungs hoch zu pushen. Geil! Geil, geil, geil! Alles gezogen! Alles gezogen! Außer unser Boy Janemba. Aber damit können wir leben. Damit können wir auf jeden Fall leben, Freunde. Oh mein Gott! Krass, bei Nacht, einfach bei Nacht, legit, 0:48 Uhr. Oh mein Gott, muss halt auf dem Account warten, deswegen wurde es zu spät. Aber es hat sich verdammt nochmal gelohnt. Und Freunde, das hat auf jeden Fall gut getan, will ich euch nichts erzählen, diese Jungs hier zu ziehen. Freunde, ich hatte eins vergessen, ich nehme einfach mal zur Sicherheit einfach auf. Ich muss ja die Kristalle alle raushauen, weil, wenn ich von Android auf Apple transferiere, dann verliere ich meine Kristalle. Heißt, ich haue noch, what? Ich haue noch die Kristalle raus. Ist das Hashtag ein Single Summon? Ist das? Oh mein Gott. Im Single Summon noch ein Spartan Charakter. Oder? Doch, ja. Oder ich weiß nicht. Ja! Was? 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 Vegeta einfach wieder. Ich hatte so Hoffnung auf Janemba, weil 5 Sterne Vegeta krank. Mit 2 Sternen angefangen, direkt auf 5 Sterne hoch. Geh zum G. 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann lesen. Auf jeden Fall. Auf 5 Stellen bekommt er Siehfähigkeit drauf. Was? Das, oh mein Gott. Mir ist echt gerade erst eingefallen. Also ich habe es total vergessen gehabt. Und dann habe ich einfach das hier rausgehauen. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Kam einfach Vegeta. Richtig geil, richtig geil. Hauen wir noch die 4 raus und dann machen wir Schluss für heute, Freunde.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Sowohl also Gogeta haben wir gezogen, das hat echt gut getan. Aber auch den Goku, wie gesagt. Aus dem Mann haben wir alles gezogen, Freunde. Die Animationen sind links und rechts geflogen. Das war echt ein geiler Summon. Das war echt ein richtig geiler Summon. Und Janemba fehlt nur noch, aber nee, das können wir verkraften. Das können wir bei einem Aspekt verkraften. So, es gibt immer die Animation, damit es nicht allzu lang geht. Falls irgendeine Hype-Animation, wie gerade eben kommt, lasse ich auf jeden Fall noch laufen. Aber ich tue mich mal schon mal langsam von euch verabschieden. Vielen lieben Dank, Freunde, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen lieben Dank, dass ihr mitgefiebert habt. Vor allem, wenn euch das Ganze gefällt, wie gesagt, lasst auf jeden Fall ein Like da und falls ihr neu da seid. Dann lasst auch ein Abo da, Freunde, meine OZ-Fighter. Und das können wir auch sehen, denke ich. Yes. Dann bewegen wir uns langsam gegen Ende. Falls ihr noch zusammen werdet, wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Glück. Ich drücke euch wirklich die Daumen, dass ihr da zieht, was ihr wollt. Nicht nur in Legends, sondern auch in Dokkan. Wisst ihr, Evo Vegeta ist online. Nicht nur in Legends, sondern auch in Dokkan, sage ich mal. Müssen die Kristalle hier noch runterhauen, damit ich das dann quasi morgen erst für eine 24-Stunden-Frist transferieren kann. Das könnte auch was Hier könnte auch was kommen. Nein. Nein. Willst du mir gerade verzeihen, dass hier noch was kommt? Du kleine Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Wäre wirklich zu schön, um wahr zu sein, wenn es Janemba wäre. Aber Palkorn, ich hatte schon an Palkorn gedacht, weil das wäre sonst... Das wäre zu vieles Guten, oder? Das wäre wirklich zu vieles Guten, wenn wirklich halt da noch Janemba gekommen wäre. Lange der kurze Sinn, trotzdem brutal geiler Summon. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Haut rein, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.